Hallo YouTube, ist er wieder, euer Diego. Ja, ist das alles aufregend hier heute, ist richtig was los hier, auf so einem unschuldigen Sonntag. Jetzt, ich hätte zwischendurch noch einen Laptop hier stehen. Ja, aber das läuft wieder, da war nur was nicht richtig eingestellt, das ging. So, gegessen haben wir auch schon. Alles gut. Wir haben jetzt wieder Zeit. Wir können wieder zocken. Und ja gut, wenn ich schon mal Zeit habe zum Zocken, dann nehme ich auch gleich auf dabei. Ne? Ja, so bin ich. So kennt ihr mich. Ne? Hier wird keine Sekunde verschwendet am Rechner. Weil Rechnerzeit ist rar. Wie ihr wahrscheinlich selber auch wisst zum Teil. So, jetzt mal gucken, wir sind eigentlich durch für heute. Ich wollte nur noch schnell Heu machen für den heutigen Tag. Und eigentlich müsste ich gleich mal gucken, ob ich vielleicht noch ein bisschen Milch verkaufen kann. Weil ich stehe sonst morgens mal vor der zuen Tür. Wobei ich eigentlich genug Asche habe. Also ich wüsste jetzt auch nicht... jetzt gerade nicht, was ich mir noch kaufen sollte. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Jetzt schon. Ja. Ich glaube, wir können beim nächsten Mal, wenn ich Milch und alles verkaufe, nochmal wieder Schulden abbauen. Ich denke, das müsste möglich sein. Boah, das sind schon Riesenmaschinen, ne? Schon Wahnsinn hier. Bäume sind trotzdem im Weg. Wie war das? So, und jetzt immer hoch und runter, oder was? Oder wie machen wir das hier? Lass mal gucken. Bleibt halt ein Dreieck, ne? Kann man machen, was man will, ne? Mal gucken, wie das hier so wird. Versuch macht klug, oder wie heißt das so schön? Ich muss immer, ich habe immer noch das andere Laptop im Auge. Ich muss mal ab und zu mal rüber gucken. Das wehrt sich gewaltig. Ich wusste gar nicht, dass man sich so wehren kann. Schaffe ich das überhaupt hier? Muss ich so ein bisschen? Ja, oder ich fahre da rein. Ich fahre in den Spat rein. Fertig. So. So. Ist fast schön geworden. Auch nur fast. Dafür ist jetzt halbwegs gerade der Acker. Wenn ich jetzt noch die volle Breite mitgenommen hätte, dann wäre das sogar richtig gut geworden. Habe ich aber nicht. Ah, und eigentlich, ich glaube, ich tue ja auch noch Kalk drauf. Kennen wir nichts. Und hier unten könnte man noch Klee hinmachen. Ach, eigentlich habe ich genug Kleefelder. Oder... oder Rübchen. Oh, da mache ich mir Rübchen hin. Dass ich aber auch die besten Ideen... jetzt muss ich, muss der Begrenzungsfall, muss leider dran glauben hier. Ah. Ah, schade. Ich kämpfe hier um jeden Millimeter Schwad. Ja, Heu ist echt... Heu ist selten hier auf der Map. Oh, warte mal, ich bin ja ganz falsch. Ich muss ja hier unten hin. Ja gut, man hätte vielleicht zweimal rundherum fahren können erst. Hätte man machen können. Ja, ich weiß, ich weiß. Soll man dann auch jetzt, wo der Pfosten eh am Boden liegt, können wir doch auch schon hier anfangen. Ach, siehste. Ja. Läuft. Nee, ich mache auf das kleine Stückchen unten, da mache ich mir ein paar Rübchen hin. Und dann habe ich wieder ein paar Rübchen. Weil da diese großen Feldern werde ich irre, ne? Aber so ein kleines Feld mal eben hier halbe Stündchen Rübchen machen, das ist was Feines, oder? Boah, ey. Mal gucken, wir haben auch schon wieder rechtlich spät. Ich habe mich bei den anderen noch gar nicht gemeldet. Die wissen gar nicht, was los ist. Wenn ich mich hier komplett einigel und
zusehe, dass ich erstmal den ganzen Scheiß gemanagt kriege hier. Und ich sehe, das sieht richtig böse aus. Verdammt. Das läuft alles noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Also mit dem anderen Laptop, ne? Hier ist alles in Ordnung. Ist ja auch ein XMG, ich habe nichts anderes erwartet, ne? Ich habe meine Frau auch schon fast so weit, dass ich mir eins kaufen kann. Es dauert nicht mehr lange. Ja. Ich habe das gut vorbereitet, ja. Durch ein herausragendes Weihnachtsgeschenk. Da kann ich jetzt noch fest davon profitieren. Er ist für meine Rettung. Ehrlich, sonst sonst wäre das mit Laptop, das wäre Geschichte dieses Jahr. Das wird nichts. Aber dank Weihnachten habe ich gute Chancen, dass ich doch ein neues Laptop kriege. Wahnsinn, ne? Als wenn ich es geplant hätte, habe ich aber nicht, ja? Nicht, dass mir jetzt einer vorwirft, ich wäre hinterhältig und logisch denkend, planend oder irgendwie sowas. Nein! Rein intuitiv, völlig chaotisch. Diego halt, ne? Kann man so auch nicht kaufen. Gibt's nur einmal. So, und dieses Heuschwadern macht mich schon wieder völlig fertig hier. So viele Knöpfe drücken hier. Vorwärts, rückwärts. Das hält ein Mensch alleine gar nicht aus. Muss ich denn ein? Fahre ich den jetzt auch über den Haufen hier? Oh, tschüss, Leuchtpfosten. Ciao. War nett mit dir. So, Leuchtpfosten haben bei mir auch kein leichtes Leben, ne? Oh, und ich den auch noch. Oh, der hat's überlebt. Uiuiui. So, haben wir's. Na, nicht ganz. Gleich haben wir's. So, ziehen wir hier nochmal einmal schön drumrum. Dann muss ich auch nicht komplett in die Bäume reinfahren. Das ist eine gute Idee. Gefällt mir. Auch so ein bisschen weg von den Bäumen. Hier auch so ein bisschen weg von den Bäumen. Wenn ich das geplant hätte. Wahnsinn. So, zusammengeklappt? Nee, erst ausschalten. Ist besser. So, und jetzt holen wir Humpelchen. Humpelchen. Aber erst starte ich diese andere Mühle einmal neu, Sekündchen. So, da ist er wieder. Rübchen brauche ich die andere Drille für. Kann ich mit der Sämaschine kann ich keine Rübchen machen. Ist wieder mit Aufwand verbunden, meine Idee. Na, ich will erst Ballen pressen und eigentlich möchte ich auch heute noch kalken. Dass da mal so eine Schippe voll Kalk drauf kommt. Oh ja. Jetzt fahren wir erstmal. Gucken uns die Map schön an hier. Ne, gucken uns die schöne Map an. So ist es besser. Und holen Humpelchen. Humpelchen hat einen Einsatz. Mein Kinn fightet hier gerade mit dem Popschutz. Ich hoffe, das hört man nicht. Die kollidieren leicht miteinander. Gelegentlich natürlich nur. Aber je näher ich das Ding am Gesicht habe, umso weniger Nebengeräusche habe ich natürlich drauf. Und da das hier in den
Diego YouTube Studios auch nicht immer ganz leise ist, obwohl ich habe hier schon, also ist schon ruhig hier unten. Ne? Das geht, also selbst die Waschmaschine, wenn die anderen Türen alle zu sind, die kann ruhig schleudern, das kriege ich hier unten kaum mit. Ne? Das Einzige, was ich wirklich nervend höre, ist das Klackern von der Wasseruhr. Die habe ich nämlich auch hier in meinem Zimmerchen. Ich muss mir mein Studio mit einer Wasseruhr teilen. So weit ist es schon gekommen. Ey. Mann, Mann, Mann. Ja, die zahlt doch keine Miete, die kostet nur Geld. So ist das. Mit den Wasseruhren von heute. Die sind auch nicht mehr so, wie sie früher mal waren. Ja. Früher, da hatte man eine Wasseruhr fürs Leben. Und heute klackern die rum. So, oh nein, ich guck doch erst. Guck, da siehst du, da kommt einer. Jetzt sind nämlich fast die Schranke getroffen. Hier ist was los. So, kündige ich mal einmal. Okay. Ich muss immer, das nervt hier mit dem anderen Laptop, aber was soll ich machen? Ich kann nicht schon wieder einen Tag mich nur auf dieses gammelige... Gammelig darf man ja auch nicht sagen eigentlich. Das Laptop kann ja nichts dafür. Es ist halt nicht dafür gemacht für diese Software. Was soll ich tun? Das trifft das Laptop ja dem Laptop? Trifft keine Schuld? Ja, ne? Doch, kann man sagen, oder? Wenn nicht, ich kenne das Kommentar und so, zerfetzt mich in der Luft, ich bin das gewohnt. Auf Arbeit habe ich nur sowas. Ich werde da jeden Tag ein Stück gerissen. Manchmal frage ich mich auch, was meine Frau mir morgens den Kaffee tut, dass ich da immer wieder hinfahre. Aber naja, ist halt so. Ich wollte den Job ja unbedingt haben, jetzt habe ich den. Zusehen, wie ich klarkomme da. Drecksladen. So. Humpelchen. Mal gucken, was Humpelchen heute macht. Letztes Mal hätte ich fast eine Runde mit dem Mondfahrzeug drehen können. Ich war schon kurz davor. Also ich hätte fast einsteigen können ins Mondauto. Ja. Mal gespannt, was die Presse heute mit mir veranstaltet. Soll ich mal unten rumfahren? Warte mal. Was ist denn, wenn ich da unten rumheize? Nee, ist ein Riesenumweg. Das mache ich nicht. Nein, nein. War nur eine Idee. Ich wollte mal eine andere Strecke nehmen, weil ich jetzt hier gefühlte 30 Mal hergefahren bin. Also alleine jetzt heute, wo ich mal ein bisschen Zeit habe und hintereinander dann natürlich auch ein paar Let's Plays aufnehme. Wenn ich schon mal einmal spiele, dann will ich das wenigstens aufnehmen, ne? Ja, können wir schon mal aufklappen, so, aufgeklappt. Ist eine schöne Presse, ne? Ich finde die so schön. Und dann macht die solche wilden Geschichten, ne? So unglaublich, echt, ey. Mann, Mann, Mann. Ich verstehe auch gar nicht, was die da... Ich meine, gut, ich habe noch nicht wirklich nachgeguckt, aber... Ich wüsste doch gar nicht, wonach ich suchen soll. Das müssen ja irgendwie... Muss da eine Kollision sein? Das kann ja gar nicht anders sein. Da muss irgendwas mit... Weiß ich nicht, hier die Kollisionen, die haben noch so Nummern, da kann man das doch einstellen, irgendwas. Das irgendwas hat die falsche Kennung oder so und dann frottieren die sich da, gewaltig. Man müsste das alles mit einer Standardpresse mal vergleichen und dann gucken, was da passiert. Wie das überhaupt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. So, aber das Schöne ist, wir haben dann Heu. Soll ich denn jetzt noch einen Heuballen in den Futtermittelmischer reinschubsen? Nicht, dass mir nachher meine Mischung flöten geht, ne? Weil mir fehlt ja bei der letzten Mischung, fehlte mir ein Heuballen. Den hatte ich nicht mehr.
Und dann war das so gerade auf der Kante. So genau 25%, glaube ich, waren es. Wurde aber als Mischfutter angezeigt. Also da bin ich ja dann ja auch flexibel, oder wie das heißt. Wir fangen hier mal an mit diesem halben Humpelchen. So, jetzt geht's los. Festhalten, anschnallen. Helm auf, nicht vergessen. Bin mal gespannt, wie weit ich diesmal fliege. Oh, das war nur ein sanfter Humpler. Unkritisch. So, jetzt habe ich hier keinen Spat mehr. Drehe ich um wieder. Fahre ich zurück. Oh, ups. Muss auch ein bisschen was einstellen, ne? So, fangen wir wieder von vorne an. Was der wohl hat, ey. Überall liegen die Leuchtpfosten hier am Boden. So, ja, das war ja so klar, ne? Ich war gerade in meinen Gedanken bei dem armen Pickup, wie das so über den Boden schleift in der engen Kurve. Ja, und dann war die Treckerschnauze auch schon komplett platt, ne, in dem Moment. Als ich dann noch so über nachdachte, wie es dem Pickup wohl geht. Los! Mach mir Flügel, kleine Presse. Jetzt humpelt der nicht. Wenn ich doch mal wüsste, was das ist zur Hölle. Ich habe das Gefühl, das ist durchaus einseitig, ne? Ich habe hier auf dieser Seite ist mehr hier mit dem Humpelchen. Muss ich zwischendurch aufs Fahren konzentrieren, das ist gar nicht so einfach, wenn man so schräg die Kamera hat, dass man dann noch das Schwarte halbwegs trifft, also so halbwegs jedenfalls. Ist schon witzig. So, ich denke, es kommt keiner, oder? Es kommt doch keiner. Ist verknüpft. Wenn ich erst geguckt hätte, hätte es nicht gepasst. Aber da ich wieder gefahren bin, ohne zu gucken, hat es genau hingehauen. So, ja, jetzt ist egal, welchen wir nehmen. Ach, wir nehmen den da oben. Aber im Prinzip schnurzpiepen egal, mit welchem Spat ich anfange. Müssen eh alle dran, ne? Bleibt keiner liegen hier. Ja, außer so ein halber vielleicht mal. Da sind wir doch nicht so, ne? So, ja, gib Schub, ey, der quält sich hier den Berg. Da, boah, der war doll. Aber der war auf der anderen Seite mehr diesmal. Diesmal hat er auf der anderen Seite mehr gezuckt. Man muss auch richtig schnell fahren, dann fliegt der Trecker weiter. Oh, boah, da ging er richtig in die Knie. Wieder geknallt. So, und Vollgas. I believe I can fly. Oh nein. Lassen wir das. Da war er wieder. Oh, YouTube, was ist das denn? Was ist das denn? Es ist schon wieder Zeit, Leute. Oh, ich bin ganz traurig. Aber ich mache sofort die nächste Aufnahme hinterher, ich schwöre. Bis gleich, YouTube. Ciao, ciao.